Hi. Oh, wohin gehst du? Ach, ich gehe nur ein wenig spazieren. Was ist mit dir? Wohin wolltest du? Ich wollte mir nur mal die Wüste anschauen, unser nächstes Ziel sozusagen. Gute Vorbereitung ist alles. Und wie sieht es aus? Es ist heiß. Ach, tatsächlich, wie überraschend. Aber es war nicht so heiß, wie ich dachte. Gut. Aber eigentlich wollte ich herausfinden, ob Fahroel da draußen ist. Stimmt, das wäre gut. Naja, es war nicht zu erwarten, dass wir ihn so einfach finden. Was? Möchtest du gehen und selbst nachsehen? Nein, ist schon okay. Wenn wir nach ihm suchen, sollten wir es gemeinsam machen. Oh, na gut. Außerhalb der Stadt ist noch mehr Wüste. Okay, ich würde gerne mit dem hier reden. Sie lässt mich nicht. Ich frage mich, ob alles in Ordnung ist. Ich hoffe, es ist nicht schiefgegangen. Was soll ich tun? Keine Ahnung, wovon du redest. Hi. Ach, macht euch vom Acker. Komm mal her, du Ding. Du hast mich gefunden, du bist ziemlich gut. Bla bla bla. Dann tanzt er mir jetzt wieder einen vor. Curry erhalten. Yay. Dankeschön. Es ist zu heiß. Hier, berühre mal meine Rüstung und meinen Helm. Man kann ein Spiegelei darauf braten. Tja, selbst schuld. Warum musste ich an so einen gottverlassenen Ort? Natürlich auf Befehl vom Chef. Etwas ist im Busch. Ich muss mir was von dem besorgen, was er übrig ließ. Okay. Was sagst du? Jeder, der die Wüste durchqueren will, muss genügend Wasser mit sich führen. Wenn man nicht genug trinkt, verschrumpelt man wie eine Mumie. Das ist aber eine Weisheit. Ich halte es nicht mehr aus. Warum zum Henker müssen wir an einen Ort wie diesen Bürger bespitzeln? Hi, Estelle. Tschüss, Estelle. Der ist ja schon wieder ein Spielraum, den wir haben. Hi. Hi. Er ist ja gut. Juri. Hey, warum guckst du so traurig? Ist die Wüste wirklich so gefährlich, wie es erzählt wird? Ich glaube nicht, dass Rita einen Witz machen wollte. Sie war ziemlich ernst. Ja, da hast du wohl recht. Ich habe euch alle hierher gelotst. Du solltest aufhören, dir Sorgen um uns zu machen. Wieso? Wir machen doch nur das, was uns gefällt. Aber was ist mit dir? Was möchtest du wirklich? Ich. Ich. Du sagtest, du musst herausfinden, wer du wirklich bist, oder? Ja, das stimmt, aber. Estelle, du bist eine Kundin der heldenmutigen Vesperia. Wenn du sagst, wir gehen an einen bestimmten Ort, dann gehen wir dorthin. Wenn du sagst, wir sollen Fauri herbringen, dann suchen wir ihn und schleppen ihn hierher. Juri. Dann möchte ich. Du musst nicht sofort antworten. Lass sie ruhig Zeit. Tut mir leid. Gib mir bitte etwas Zeit zum Nachdenken. Okay, jetzt müsste ja irgendein Event passieren. Wir haben mit einem gequatscht. War hier was? Nein. Gut. Da sollen wir nicht hin. Dann wird nur dahin. Carol, this is for you. Huh? What's going on, Estelle? What's this? This is payment for your services. I'm sure you'll be able to sell it for quite a sum. I want to thank you all for everything you've done.
Huh? What do you mean? You haven't found what you're looking for yet. I'm afraid I must take my leave from you here. Take your leave? What are you gonna do? You're not thinking of going alone, are you? My desire to meet Pharaoh is a personal one. Are you crazy? That's way too dangerous! Which is why I must go alone. I won't have the rest of you caught up any further in my own selfish quest. Do justice and punish the unjust. Huh? Oh, right. That's one of the laws of our guild. There's no justice in letting Estelle march into the heart of the desert all by herself. I don't think I have it in me to break our laws. How about you, Carol? Right! It seems those are the rules. I'm terribly flattered, really, but I'm afraid I can't let you. Estelle, wait! Have you all lost your marbles? We're talking about a force of nature here. Which is why we're all going together. I'll admit I'm a little scared, but I can't just let Estelle go off like that. You talk some sense into them. If I start whining now, I'll have to go all the way back to Nordopolica by myself, right? That's no fun. Ooh, there's no reasoning with any of you. Are you sure you're dead set on this? Yes, I've thought a lot about this. You all have something that's important to you. A goal you give everything to achieve. I realized that I didn't have anything like that for myself. And I knew I had to find a purpose of my own. Something I can dedicate myself to. I made the decision to begin this journey, and I have to finish what I've started. This is something I have to do for myself. Okay, you win. So we'll be aiming for the desert center. Huh? Hey, I tried talking sense into you idiots. Rita. There's actually no real need for you to come, Rita. You've got your Air Krennic research to worry about, don't you? There's no telling what you idiots will get into if I don't keep an eye on you. The Air Krennic isn't going anywhere. I'll go check up on it later. But we're not leaving until we've taken care of all our preparations. I'm sorry to be such an inconvenience to you all. I think we had a pretty good idea things would turn out like this from the start. Yeah. Thank you. Huh? Where's Judith? Everything settled? Yeah. Well, what did you decide? We're going to the center of the desert. I had a feeling, so I've made some arrangements. The innkeeper has agreed to help us. We'll want to be good and rested before we leave this town behind, that's for sure. You're always thinking about your next nap, aren't you? Yeah, but I sleep so much better if I have a little company. I wonder what Pharaoh will do. Vorzeigegöttin. Hey! Oh, quatschen. This town's only on the edge of the desert, but the heat still got my head spinning. Youngsters these days got no stamina, I tell ya. Whoa! No comeback from Rita. It's hot. It's so hot. I think she's so hot she didn't even hear him. Okay, kaufen. Dann wollen wir mal gucken. Oh, Kreuzbrecher. Den kann sie anscheinend auch ausrüsten. Was? Der bringt nur 9 mehr. Haben wir das Ding schon? Nein. Kaufen wir das und das. Und das. Und den kaufen wir nicht, weil sie braucht eher die Magie. Falsch. War das hier?
Warte mal. Details. Da. Ja, Magie 100, das ist mir zu wenig. Gut. Dann gehen wir mal sofort weiter. Silberhelm. Silberreif. Können wir das auch craften? Na, kaufen wir erstmal 3 hiervon. Einen davon. Und einen davon. Wow, 88 stärker. Das ist krass. Also 88 mehr Def. Da kaufen wir einen hiervon. Obwohl, lieber erst den. Yay. So, wollen wir mal ausrüsten. Du hattest jetzt nichts gekriegt, ne? Ja. Doch, den Silberhelm. Gut, du musst das noch lernen. Du hast den Silberreif schon. Gut, dann kriegst du den jetzt. Du musst das noch lernen. Okay. Ich habe gar nicht geblickt, dass er das hier noch hat. Dann lernst du erst das. Ich frage mich echt, ob der andere nicht besser ist. Naja, mir soll es egal sein. So. Und dann verkaufen wir mal. Verkaufen. Das brauchen wir nicht mehr. Das hat sie auch alle schon gelernt. Hat er das jetzt ausgerüstet? Das heißt wahrscheinlich, dass es gleich stark ist. Aber das behalte ich erstmal. Ja, das hast du schon gelernt. Ja, das ist das hier. Halber Schaden, Viertelschaden, kleinster Schaden. Total unnütz. Total unnütz! Das können wir auch schon. Obwohl, bevor wir verkaufen, gucken wir bei einer Synthese rein. Stachelhammer. Den könnten wir sogar bauen. Krass. Oh. Horn des Zauberers Alpha. Heilender Arzt. Lieber Hund. Details. Was macht lieber Hund? Wo kann ich einsehen, was das macht? Moment. Warte mal, Fertigungsinfo. Ab und zu werden Heilzauber verwendet, auch ohne TP zu verbrauchen. Das klingt eigentlich ganz gut. Elementar erhöht ab und zu die Wirkung physischen Angriffs durch Elementarattribute. Lieber Hund, wenn Repeat in einer aktiven Gruppe ist, erhöht sich der gesamte Status. Okay, reduziert den durch Elementarangriff erlittenen Schaden um die Hälfte. Das klingt ehrlich gesagt besser. Wir könnten auch beide bauen. Für den Fall, dass wir den nochmal bauen können. Ja, wir können den auch nochmal bauen. Sollten wir eigentlich die beiden bauen? Na gut, ich verkaufe jetzt Sachen. Was ich nie brauche, hat bei mir gesagt, sind hier die Dinger. Dann...
So. So, das sind wahrscheinlich auch Sachen, die ich auch nie wieder brauchen werde. Das Buster-Schwert Alpha lasse ich erstmal noch. Dann das und das Ding kann auch weg. Die Kettenpeitsche kann auch weg. Also das hat sie noch nicht gelernt. Gut, dann kann der weg und der weg. Und das weg und das haben wir auch weg. So. Jetzt gucken wir bei Synthese. Wir haben ja auch Zweitwaffen, ne? Die wir mal... Große Tasche. Guckt euch das an, wie teuer das Ding ist. Da gucken wir, fangen wir mal oben an. Das gäbe 10 mehr. Eisensand aus Desir. Mhm. Das gibt 5 mehr. Sturmbringer. Gäbe 25 mehr. Was machen denn magische Energie? Erhöht die Wirkung magischer Statusbonus. Okay. Stachelhalsband. Was macht Combo? Fügt einen gewöhnlichen Angriff 1 weiteren Treffern hinzu. Also davon haben wir auf jeden Fall ziemlich viel. Das könnten wir eigentlich schon mal bauen. Also wenn ich ehrlich bin, ist mir das zu teuer dafür, dass ich mit Carol eigentlich nicht spiele. Aber das hier kostet zum Beispiel fast nichts. Aber wir haben nur 2 Seiten des Grimoires. Deshalb gucken wir erst einmal hier bei dem Kreuzbrecher. Den sollten wir eigentlich mal nehmen. Ja. Gut. Okay. Krass. Ich denke, wir bauen den Anti-Element. Oh, Himmel, der macht noch mal mehr, alter Schwede. Wir gucken aber erstmal, was hier noch so ist. Kriegsharpune. Stärke 2, Magie 2. Ja, machen wir das. Stachelhammer. Kritischer Bruch, Niederschlag, Immunität. So. Also das können wir nicht bauen, weil wir... Weil irgendwas fehlt. Das heißt, wir müssen uns entscheiden zwischen lieber Hund und heilende Art. Ab und zu werden Heilzauber verwendet, ohne dass TP verbraucht werden. Erhöht ab und zu die Wirkung eines psychischen Angriffs durch Elementarattribute. Reduziert durch ein Elementarangriff erlittenen Schaden ab und zu um die Hälfte. Das ist beides unglaublich stark. Aber ich glaube, ich nehme erstmal den Pergament des Rächers. Den haben wir ja. Haben wir den zufällig verkauft? Wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich ärgerlich. Oder wir haben die Materialien nicht. Himmel, ja, Gedanken.
Puh, weil den haben wir. Gut. Das nehmen wir auch mit. Schmetterbogen, Alpha und Beta. Schenken wir uns einfach mal, weil die so viel schwächer sind. Wehrbogen. Brauchen wir den Stachelbogen für und Bärenfell. Schlaghornbogen, Stachelbogen und... Oh, das ist schon wieder so. Für was entscheiden wir uns? Gut, Abwehrart bricht eine Abwehr ab und führt eine Art aus, macht kurzfristig für Angriffe unbesiegbar. Erhöht die TP. Was erhöht bei TP größer 75% der maximalen Menge die magische Verteidigung ein wenig. Okay, und falsch, was machst du? Erhöht Wirkung von Pfeilangriffen bei reduziertem Intervall, auf normale Angriffe beschränkt. Also ich finde, das klingt irgendwie besser, oder? Ja. So, Repeat. Wir haben hier für dich... Ach, Himmel. Dafür brauchen wir eh das normale Tage-Dingsbums. Das haben wir gar nicht mehr. Wir hatten nur die aufgewertete Variante. Gut, dann gucken wir hier noch bei den Nebendingern. Noch haben wir ja ein bisschen Geld. Was haben wir denn hier noch? Irgendwas, was stärker ist? Nein. Rüstung. Okay, silberner Kettenpanzer. Brauchen wir Silbererz für? Haben wir aber nicht. Silberschutz. Bräuchten wir auch Silbererz für. Wo immer wir das auch herkriegen würden. Okay, Silbergewand. Bräuchten wir auch Silbererz für. Ist ja der Wahnsinn. Ach, auch wieder Silbererz. Wo kriegen wir denn bitte Silbererz her? Können wir uns das vielleicht angucken? Warte mal. Hier ist Silbererzmaterial. Details. Todesmantis, Halbinsel, Sadrak. Keine Ahnung, wo das ist. Ausrüsten. Alles gut. Gut, du hast das auch. Und den... dann würde ich sagen, dann fangen wir sogar erst mit dem hier an. Hier haben wir noch einiges vor uns bei dir, wie üblich. Ja, und bei dir hier auch. Gut, das wollten wir ausrüsten. Und wir wollten noch für sie... das bauen. Und... Oh, komm. Ausrüsten. So. Ach, verdammt, ich muss noch was verkaufen. So. Ich glaube, das kann ich auch verkloppen. Und den behalte ich erstmal noch. Weil dazu haben wir noch keine Informationen, was man daraus denn bauen kann. So. Dann wollen wir mal schlafen gehen. Und dann erfahren wir bestimmt gleich, warum... Also erstmal speichern unseren großartigen Fortschritt des Shoppens.